Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder zur Runde 2. Wie versprochen, das nächste Gericht, was ich für euch kochen will, vielleicht macht ihr es nach. Ich habe gestern schon ganz, ganz viele positive Berichte bekommen von Freunden, die sagen, ey, mach weiter so, mir gehen die Ideen aus. Deswegen bleibt gespannt, jeden Tag gibt es was Neues, wie gesagt. Und heute soll es geben Gemüsecurry mit Hähnchenfleisch und Reis. Was brauchen wir dazu? Natürlich Hähnchenfleisch, ich nehme Hähnchenbrustfilet, Brokkoli, Möhren, eine Zitrone oder Zitronensaft, wenn ihr keine Zitrone habt, Knoblauch, Kokosmilch, Reis, etwas Mehl und natürlich Curry nicht vergessen und Salz. Zum Reis, ihr Lieben. Man kann sagen, bei einer Vollwertküche, Vollkornreis ist das Beste. Ja, stimmt, dort sind die ganzen Vitamine und Mineralstoffe drin, die wir eigentlich brauchen, die vor allem die Kinder brauchen. Und mit dem Vollkornreis, das ist so eine Sache. Erstens braucht der ewig, bis der weich ist beim Kochen. Und ich habe es im Kindergarten tatsächlich schon einmal versucht und ich bin drauf sitzen geblieben. Gegessen wurde er nicht. Deswegen haben sich Leute, wirklich schlaue Menschen, ein Verfahren ausgedacht. Das nennt sich Parboiled-Verfahren. Deswegen immer auf die Packung gucken, Parboiled-Reis. Das ist ganz wichtig. Hat eigentlich jeder Discounter. Und zwar in dem Verfahren ist es ganz einfach, dass in dem Silberhäutchen bei dem Reis, wo die ganzen Vitamine und Mineralstoffe drin stecken, durch Druck in das Reiskorninnere gepresst wird. Bedeutet, dass 80% der Vitamine und Mineralstoffe drin bleiben. Also so viel dazu. Und der wird danach geschält und schon hat man einen Reis mit einer kürzeren Kochzeit von ca. 15 Minuten, der absolut schmackhaft ist und dazu noch gesund. So viel dazu. Zuerst fange ich an, ich möchte den Reis kochen. Ich nehme einen Topf. Jetzt fragen sich viele, wie viel Reis nehme ich? Ich kalkuliere im Kindergarten immer mit bei den Kindern mit 60 Gramm Rohreis. Erwachsene können 100 Gramm nehmen. Ich wiege das jetzt nicht direkt ab. Ich nehme mir meine Tasse. Fülle die voll mit Reis. So, die gleiche Größe der Tasse, die habe ich nochmal da, weil ich nehme zwei Teile Wasser auf ein Teil Reis in meinen Topf. Das bedeutet, zwei Tassen Wasser in den Topf. Das reicht nämlich vollkommen zu. Der Reis kann da drin quellen langsam und weich werden. Etwas Salz, weil er soll ja noch was schmecken. Deckel drauf. Wir wollen Energie sparen. Wie gesagt, wir schalten an. So, okay. Das Wasser, bis das Wasser zum Kochen kommt, können wir uns zu was anderem begeben. Und zwar, zuerst wasche ich mir meinen Brokkoli. Schneide mir hier die Röschen ab. So, die stelle ich mir beiseite und mache die noch mal ein bisschen kleiner, damit die nicht so groß sind. Hier ungefähr in der Größe. Reicht das schon? Genau. Als nächstes die Möhren waschen. Ich nehme einen Schäler. Hier kommen die ganzen Gemüsereste bei uns rein, weil wir haben Meerschweinchen, die freuen sich immer besonders über diese Sachen. So, ich schäle die Möhren. Kommt gleich auf den Brett, da
weil ich die gleich in Scheiben schneiden werde. Ich gucke noch mein Wasser. Ich brauche noch einen Moment. Also können wir uns noch an die Röhre machen zum Schneiden. Mir genauso beiseite stellen. Jetzt kocht das Wasser. Ich gebe den Reis hinzu. Ich rühre einmal um. So. Deckel drauf und bei kleiner Hitze kann er vor sich hin garen. Wellen. Ich schneide jetzt das Hähnchenfleisch klein. Ich nehme immer gerne für das Hähnchenfleisch oder für Fisch, was ich verarbeite, ein anderes Brett. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass rohes Hähnchenfleisch, Fisch, überhaupt Fleisch, keine Bakterien haben kann. Dieses Brett kann ich in meiner Spülmaschine machen, wird schön sauber gemacht, kann nichts mehr passieren. Deswegen, das ist einfach einfache Küchenhygiene. Hähnchen. Hier ist ein bisschen Fett, das möchte ich nicht. Das lege ich beiseite. In, wie sagt man so schön, mundgerechte Stücke schneiden, so wie ihr das mögt. So, ich habe jetzt das Hähnchenfleisch hier. Darüber mache ich etwas Mehl. Der Grund dafür ist, dass wenn ich das Fleisch jetzt gleich leicht anbrate und dann die Soße mache, dass dieses Mehl die Soße ganz leicht abbindet und sämig macht. So, ich mache das so, dass überall etwas Mehl am Fleisch ist. So in etwa sieht es dann aus. Ich habe hier eine große Wokpfanne. Wer keine Wokpfanne hat, überhaupt nicht schlimm. Man kann das in jeder anderen Pfanne genauso machen. Ich gebe etwas Rapsöl rein. Ups, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Das wollte ich nicht. Machen wir es wieder an. So. Das Öl wird in der Pfanne erhitzt. Ich stelle mir schon mal einen Teller beiseite, weil dort dann das angebratene Fleisch drauf kommen wird. So. Das Öl ist heiß, wer sich immer nicht ganz sicher ist, wenn man einen Holzlöffel reinmacht und hier entstehen ganz kleine Bläschen, dann ist das Öl so heiß, dass man das Fleisch reingeben kann. Stellt etwas runter, damit es euch nicht verbrennt. So, jetzt geht es darum, das Fleisch ganz leicht anzubruten bzw. anzuschwenken von allen Seiten.
recht kurz ein Kind. Immer wieder mal schwenken. In der Zwischenzeit werde ich jetzt den Knoblauch noch schälen. Eine Zehe reicht. Völlig zu. Eignen wir den etwas klein. Sein, weil es dann in der Soße noch gar ziehen wird. So, ich gebe die Möhren hinein. Zuerst die Möhren, ist ganz klar, den Brokkoli gebe ich relativ spät rein. Möhren haben einfach eine längere Garzeit als Brokkoli. Die Möhren schwenke ich an, ich gebe den Knoblauch dazu. Beides angeschnitzt. So. Darauf gebe ich jetzt die Kokosmilch. Darin können jetzt die Möhren gar ziehen. Dazu gebe ich einen Spritzer Zitronensaft. Jetzt ist der Kern doch darin gelandet. Das war nicht geplant. Den wollte ich eigentlich auffangen. Nicht schlimm, den hole ich mir raus. Was brauche ich hier drin? Ich wollte Curry, ein Gemüsecurry. Eine herrliche gelbe Farbe. Guter Geschmack. So, als nächstes Salz. Man kann sie weich kochen, so wie ihr das gerade mögt. Aber 10 Minütchen, 6 Minütchen, ihr müsst das einfach für euch probieren. Nehmt euch eine Möhre, kostet die. In der Zwischenzeit gucke ich nach dem Reis. Der hat schon schön. Welt, wie ihr seht, hat schon ein Wasser aufgenommen, wird schon mehr. Sehr gut. Ich kann den Deckel wieder drauf machen. Zu den Möhren gebe ich jetzt den Brokkoli. Ich werde noch etwas mehr Kokosmilch geben, den Rest hinein.
ist, dass ich das Ganze ebenso nochmal bissfest weitergaren. So, die Brokkoli und Möhren sind schön bissfest. Der Brokkoli hat noch schon seine Farbe. Circa 5 Minuten hatte ich den Brokkoli drin. Jetzt gebe ich das angebratene Hähnchen gleich rein. Lass das Ganze nochmal mitziehen. 2 Minuten, dass das Fleisch durchgegart wird. Ganz wichtig ist natürlich das Abschmecken. Super, ich lasse das so wie es ist. Das schmeckt mir. So, in der Zeit, wo es leicht vor sich hinköchelt, ich schalte es nochmal runter, probiere ich meinen Reis. Ihr seht, etwas Flüssigkeit ist noch drin. Ich probiere das Ganze mal. Super, der ist ebenso weich. So, ich nehme ein Haarsieb, ein dünnes Sieb. Sowas. Damit ich den Reis nochmal abgießen kann. So, zurück in den Topf. Deckel drauf. Stelle ich mir beiseite. Und dann kann ich schon das Essen anrichten. Heute sind wir wieder zu zweit, mein Sohn und ich. Ich will nur eine Schaumkelle. Für den Reis. Oskar, wie sieht's aus? Oh ja, ganz viel, riecht super lecker. Okay. Ich nehme mir meine Pfanne, meine Kelle. Und somit ein gesundes, ein vollwertiges, ein leckeres Essen. Ich hoffe, euch gelingt das genauso, euch wird es genauso schmecken. Es ist natürlich wandelbar. Mag man kein Fleisch, kann man genauso auch Gemüse nehmen, bloß dafür. Man kann die Gemüsesorten ändern, ganz nach eurer Lust und eurer Laune. Probiert es aus, schaut es euch an. Es ist eine schnelle, einfache Küche. Wir haben das Ganze, ich glaube, jetzt in 20 Minuten geschafft. Und viel Erfolg beim Nachkochen. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao.